Trompete. Also verfilmt zu werden, ist für den Autor ein Jackpot. Wenn man sich überlegt, wie viele tausende Bücher in einem Jahr erscheinen und man ist bei den 15 oder 30 dabei, die verfilmt werden. Und jetzt wird aus dieser toten Figur, die nur quasi in den Köpfen der Menschen und in meinem Kopf lebt, eine reale, greifbare Figur, ein reales, greifbares Umfeld, das eigentlich ganz meiner eigenen Vorstellung entspricht. Das ist schon unfassbar. Die wichtigste Figur ist die Daniela Djurković, vom Metzger hoch verehrt seit Jugendtagen. Die Daniela ist von ihm gezeichnet worden, schon zu Schulzeiten, war die Frau des Hausmeisters seiner Schule, so eine Scheinehe, damit sie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Und die hat ihm immer schon gefallen und die trifft der Metzger zufällig wieder. Und dann arbeitet der Metzger zusammen mit ihr, um einen Kriminalfall zu lösen. Robert, der hat voll viele Energien und ist den ganzen Tag so auf Hochtour. Ich bin sonst nicht so, ich bin eher so still und aber der zieht mich dann so mit in seine verrückte Welt irgendwie. Ich bin privat nicht so durchgedreht, vielleicht wie die Daniela ist. Aber als ich ja dann dem Andreas Herzog, dem Regisseur, mal gesagt habe, ich weiß nicht so ganz genau, weil die Daniela ist so too much. Und da meinte er, Dorka, du bist auch so too much.